Hallöchen, ihr Lieben. Diese beiden Tischdekorationen kennt ihr ja jetzt schon hier, ne? Diesen Serviettenring und die passende Bestecktasche. Und heute zeige ich euch noch das Tischgoodie, was ich dann dazu basteln möchte. Und dazu habe ich mir diese neue Stanze geschnappt aus dem Shop von Kreativdepot, die sogenannte Cupcake Box von Moda Scrap. Die habe ich selber noch gar nicht zusammengebaut, aber ich habe sie im Shop gesehen. Ich habe ein Beispiel gesehen von Jessica von Storchenbiss und ich musste die Stanze haben. So ist das ja manchmal, ne? So sieht sie aus. Das ist eigentlich ein Boden und ein Teil für die Seitenwände. Das muss man hier zweimal ausstanzen. Das habe ich bereits getan. Also Bodenteil sieht so aus und zweimal die Wände. Und jetzt geht's ans Gestalten. Für die Gestaltung der Box habe ich mir heute mal diese Eiche geschnappt aus dem Set Winterkränze von Kreativdepot. Ne, da oben seht ihr den Kranz, den ich die ganze Zeit verwendet habe und da sind auch die Eicheln dabei. Und die stempel ich passend zu den restlichen Deko-Sachen wieder in diesem Weathered Wood von den Distress-Oxiden. Jetzt ziehe ich diese ganzen Falzlinien nach. Und zwar sind das hier unten die Klebelaschen für den Boden. Die gehören mit Sicherheit nach innen. Und hier an der Seite ist die Klebelasche, die die beiden Seitenteile verbindet. Mit dem Teil nochmal genau das Gleiche. So, und jetzt die Seitenteile schon mal ein bisschen vorfalzen in der Rundung. So sieht die Box jetzt zusammengeklebt aus. Man könnte jetzt von unten nochmal so ein Unterteil hier, so ein Hexagon ausstanzen. Komm her. Und dann von unten gegenkleben zur Stabilität. Wahrscheinlich mache ich das gleich auch noch. Aber ansonsten kann man das auch so, glaube ich, ganz gut als leichte Tischdeko benutzen. Und die Box ist gar nicht mal so klein. Also hier so zwei Rollen. Nylongarn passen da super rein, vielleicht sogar locker 3 bis 4. Und von der Höhe her, ja, lasst mich das einmal ausmessen. Ja, so Teile, die so 6 bis 7 cm hoch sind, kriegt man da schon rein. Ja, hat eine schöne Größe. Jetzt fehlt noch ein bisschen Deko. Natürlich fange ich erstmal an, die Box zuzumachen, um zu gucken, wie es dann so wirkt und wo ich noch was hintüdeln möchte. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich so Grünzeugstanzen ganz schlecht widerstehen kann. Und vor 1, 2, 3, 4 Wochen, nein, ich glaube letzte Woche war es, gab es ein ganz kurzes, schnelles Angebot bei Kreativdepot. Und zwar diese Stanzen von Studio Light. Die hier heißt... Hier,
SLISCD62. Ganz einfach. Und da musste ich zuschlagen. Und leider war die auch richtig schnell ausverkauft. Und das sind hier vier verschiedene Stanzen. Hier oben seht ihr es eigentlich ganz gut, die so ein bisschen weihnachtliches Grünzeug nochmal ausstanzen. Und das Ganze auch etwas größer. Das habe ich mir jetzt wieder in den Farben, wie ich sie bei den anderen beiden Teilen schon verwendet habe, ausgestanzt. Und soll hier mit rangetüdelt werden. Außerdem habe ich jetzt diesen Zweig mit den Beeren aus dem Stanzenset Wintergrün 2 mir nochmal ausgestanzt in der Farbe, die wir schon hatten. Und hier werde ich jetzt zwei, drei Beeren nochmal mit diesem Vintage Drops in Postbox Red ein bisschen hervorheben. So, das Etikett stammt wieder aus dem Winter allerlei Stempelset mit dem süßen Bambi hier unten, ne? Und die Schriftart mit Liebe verpackt ist wieder passend zu dem letzteren, also hier zu der Besteckbox Verpackungsgeschichte hier unten, ne? Knuddler enthalten. Das ist ebenfalls in derselben Schriftart und aus dem identischen Stempelset Umschlaggröße mit diesen coolen Sprüchen. Und hier oben seht ihr, ne, mit Liebe verpackt. Und dann habe ich mir das XOXO da unten noch rausgeschnappt. Küsschen und Umarmung, ne? Und hier kommt jetzt ein Löchlein rein, damit ich das hier auch noch mit anbamseln kann. So, ein Schrumpffolien-Deko-Teil darf nicht fehlen. Diesmal schmelze ich mir jetzt hier das kleine Bambi ein. Die kleine Box ist fertig mit einem süßen Detail hier, dieses kleine Bambi unten drauf. Und das ist die ganze fertige Cupcake-Box von Moda Scrap, verziert mit den einzelnen süßen Elementen. Jupp. Und das war es auch schon für heute wieder, ihr Süßen. Und damit ist auch die Reihe der Tischdeko, der herbstlichen Tischdeko abgeschlossen. Und ich kann mich neuen Aufgaben widmen. Bisschen hier Platz machen. So. Kann man das in der Kamera sehen? Naja, ich mache ja gleich wieder ein paar Fotos und dann könnt ihr nochmal Nahaufnahmen sehen, wie das Ganze zusammenwirkt. Okay, ihr Sieben, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Say what you wanna say to me now.